Wenn einer dem Protest so lässig in den Rücken fällt, warum wohl macht er das? Wer gibt ihm dafür Geld? Für einen Hauch von Macht, der gegen Klimaschutz sich stellt und die Empfehlung von Paris er wohl für entbehrlich hält. Worte bleiben Worte, gesprochen oder schwarz auf weiß. Manchen interessiert ihre Bedeutung einen Scheiß. Es kümmert sie auch nicht mehr, was sie irgendwann gesagt. Und höhnisch wird verlacht, wer nochmal nachzufragen wagt. 1,5 Grad, ab wie viel lohnt sich der Verrat? Artistisch übt der grüne Landesvorstand den Spagat und sagt, die rote Linie verläuft nicht bei Lützerath. An Glaubwürdigkeit haben die Grünen nicht mal einen Rest parat. Als sie ausgelotet haben, was könnte gehen und was nicht, war das so ein Schnellkurs, wie man Wahlversprechen bricht. Der Tisch, über den man sie zog, der war wohl eher kurz. Was sie vor der Wahl versprachen, war ein feuchter Furz. Mit einem Rest an Rückgrat wird man nicht so biegsam sein. Kröchel-Lobbyisten nicht so tief in Hintern rein. Könnt sich immer noch im hochgehängten Spiegel sehen, ohne sich vor Scham knallrot zur Seite wegzudrehen. 1,5 Grad, ab wie viel lohnt sich der Verrat? Artistisch übt der grüne Landesvorstand den Spagat und sagt, die rote Linie verläuft nicht bei Lützerath. An Glaubwürdigkeit haben die Grünen nicht mal einen Rest parat. Lützerath wird jetzt noch hochgebracht. 5 Dörfer werden weitgehend von Baggern platt gemacht. 6 Dörfer für die Industrie endgültig ausradiert. Schwarz-Grün wird NRWE wie von Schwarz-Gelb regiert. Wenn einer aus dem grünen Vorstand den Protest abschwört, hat er, was nötig ist, weder verstanden noch gehört. Warum sind manche für ein Zipfel Macht so konsequent? Verrat an ihren Kerngrundsätzen man von ihnen kennt. 1,5 Grad, ab wie viel lohnt sich der Verrat? Artistisch übt der grüne Landesvorstand den Verrat und sagt, die rote Linie verläuft nicht bei Lützerath. An Glaubwürdigkeit haben die Grünen nicht mal einen Rest parat.